So, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Mein Name ist Helixomorph und hier werden wir wieder mit Darksiders. Mir ist eben etwas ganz Krankes passiert. Ich wollte weiterspielen, wo wir gestern aufgehört haben. Und das Problem war, ich war genau da, wo wir aufgehört haben, nur waren irgendwie die ganzen Sachen noch nicht gefunden. Die Gegner waren alle tot, aber die Sachen waren noch nicht gefunden. Die ganzen Skills hatte ich noch nicht gekauft. Das hier konnte ich noch nicht. Das hier konnte ich auch noch nicht und das hat mich leicht verwundert und dementsprechend musste ich auch ganz viel von der Story normal spielen. Und ich bezweifle sogar, dass ich alles jetzt genau so habe, wie es sein sollte, wie ich es letztes Mal gespielt habe und dass auch alles da war, wo es sein sollte. Ich kann jetzt nur hoffen, dass ich alles habe. Und wenn ihr merkt, dass irgendwas fehlt, wenn ich jetzt mal irgendwann durchs Menü blätter und ihr merkt, oh, das hat er aber beim letzten Mal geholt, das hat er nicht, könnt ihr das mir unten reinschreiben? Dann weiß ich Bescheid, dann kann ich das noch nachholen, weil ist ja schön an diesem Spiel, ist ja Open World, man kann ja immer überall dahin, wo man gerade hin möchte. Und ich möchte jetzt nicht, dass hier so viele Motten rumhängen. Oh, Truhe. Truhe, 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 Truhe. Oh, Tod muss man ein bisschen abnehmen. Nee, Quatsch, Krieg muss man ein bisschen abnehmen. Tod ist ja gar nicht. Tod gibt es ja erst im zweiten Teil. So. Machen wir es uns mal einfach. Boah. Also so eine Fliegenklatsche hätte ich auch mal gern zu Hause. Ey. Oh, weißt du was? Tun wir mal so, als hätten wir es nicht geschafft, weil hier ist auch noch eine Motte drin. Guck mal, Herr Schätzelein. Und du auch. Und da ist ja noch eine. Und, ey. Wo ist denn die jetzt? Und da unten, wo ihr jetzt den Eisklotz seht, da ist auch wieder was Schönes drin. Dahinter dem Eisklotz. Und da kommen wir auch im Moment noch nicht hin, dummerweise. Das frustriert immer ein wenig, wenn man ganz genau weiß, oh, da ist was Tolles. Und dann, oh, ich kann da nicht hin. Ein wenig unschön. Naja, dafür, um dieses Problem zu beheben, gehen wir jetzt ja weiter. Ach. Möchte ihn noch mehr nerven, das gibt's doch nicht. Oh, wie viele kommen denn jetzt hier? Wie viele möchten denn mein Schwert fressen? Das gibt's doch nicht. Warum werden da gebrüllt? Habt das ihr gehört? Das war. Hat sich einer für ein brüllender Bildschirm hat hier wackelt. Kann auch sein, dass ich mir das Brüllen eingebildet habe, weil es von irgendwo anders herkam. Der Bildschirm einfach so gewackelt hat. Ja, pff. Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, ob ich das wissen will. Wer ist das? Da wär's. Und weiter. Tür auf. Natürlich nehmen wir fürs Türöffnen nicht die Hand, sondern den Fuß. Macht man ja so. Und jetzt sind wir bei der eingestürzten Treppe. Das Schöne ist, ich habe auf dieser gesamten Karte noch nie wirklich eine große Treppe gesehen. Nur hier und da mal eine kleine. Wobei ich sagen muss, ich meine, hier bei dieser eingestürzten Treppe gibt es gar nicht, die überhaupt nicht da ist, gibt es gar nicht ganz so viel zu holen, wenn ich mich nicht irre. Weiß, dass wenn man hier runter geht und dann ist da dann so ein nettes Artefakt. Wo ich echt glaube, dass ich eins verloren habe. Als ich das gerade nochmal neu gespielt habe, beim Würgeacker gab es ja zwei unterirdische Räume und in einem war noch das Artefakt drin und im anderen nicht. Und das hat mich sowas von verwirrt und alles und. Ah! Na egal, ich spiele jetzt einfach hier weiter und mal sehen, ob ich jetzt noch was Schönes finden kann.
oder ob es das war. Ich spoiler schon mal ein bisschen, es wird gleich ein extremes Taubengekloppe geben. Mit ganz vielen Tauben. Aber als erstes mal besuche ich mal meinen Innenfreund Wulgrim, der wohnt nämlich da unten. Der hat irgendwie ziemlich viele Wohnstätten, eine hässlicher als die andere. Aber da dürfen wir ihm nicht sagen, sonst wird er sauer. Und oh, was ist da denn für eine Party gewesen, dass so viele jetzt rauskommen? Und noch einer, ja, ich kümmere mich auch um dich. So, jetzt gehe ich aber wirklich runter. Hü, hüpf. Und der nächste. Diese kleinen Leute gehen mir langsam auf den Piss. Nur für euch töte ich sogar innovativ. Ich versuche zumindest nicht so viele genau gleich zu töten. Das wäre ja doch etwas langweilig. Oh, wie schön Toads Haare da unten dabei noch wabbeln. Oh, ist ja echt sexy. Und hier ist das nächste Lebensstück. Yay! Ein so ein ollen Mini-Klotz brauchen wir noch. Dann haben wir ein Leben mehr. Das wäre voll geil. Könnte man auch ein bisschen mehr einstecken. Muss ich gar nicht mehr so hochkonzentriert spielen, um nicht zu sterben. Oh. Ja, hallo. Haben wir auch noch nicht schon 5 Stunden vorher an diesen komischen Baumeldingern da gesehen? Artefakt können wir einlösen. Da können wir uns da sicherlich noch irgendwas kaufen von. Weißt du, was kaufen wir einen Kraftschlag? Der ist sogar die ersten beiden. Der ist so lustig. Nee, der ist wirklich lustig. Da kann man ordentlich mit Baseball spielen. Lauf, lauf, lauf die Treppe rauf, rauf, rauf. Und dann ins Haus da rein, rein, rein. Ja, was ist denn hier überhaupt? Da oben geht es nirgendwo hin. War hier unten noch irgendwas? Ich meine nicht. Aber man kann immer noch mal nachgucken. Das ist immer so doof. Open World, hier kommen wir ja an jedem Ort ein bisschen öfter vorbei. Wenn man dann beim zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten und siebten Mal überhaupt nichts sieht und sich dann denkt, oh, hier ist ja gar nichts. Aber beim ersten Mal da alles schon leer geräumt hat, das ist dann doch ein wenig dämlich. Pow! Flieg! Und du auch! Und natürlich schaue ich daneben und flieg! Und dann brennen die so schön. Da oben ist eine Schatztruhe, haben wir ja gerade gesehen, da ist die eingestürzte. Wow, die eingestürzte Treppe, der Ort, nach dem diese ganze Map hier benannt ist. Spektakulär! Also wirklich. Schnappen wir uns erstmal die Seelen und dann geht's weiter. Auf zu den Täubchen. Wenn er zu wenig Gesundheit hat, dann füllt die erst auf, weil ich glaube, die Tauben hier könnten etwas fies sein. Die spawnen nämlich genau jetzt, wenn man außer Reichweite des gesamten Mobiliars da ist. Nee, doch nur Fledermäuse. Dann speichert nicht. Hier kriegt er nämlich genug Leben von, wenn er es gescheit anstellt. Ey, ich wollte doch die Taube. Also ehrlich. Nee, es ist Motte. Entschuldigung. Auch Fledermaus genannt, aber ich mag das Wort Motte lieber. Oh, wisst ihr, was das bedeutet? Wisst ihr, was das bedeutet, wenn ich jetzt keinen Augenkrebs habe? Erstmal bedeutet das Auto, dass der komische Zombie jetzt eins auf die Fresse kriegt. So. Das zweite, was es jetzt folgt, ist, dass wir jetzt einen gesamten Lebensstein voll haben. Schön, dass auch immer regelmäßig links unten, rechts oben, links oben gefunden wird und dass das auch so alles passt. Ne? Normalerweise hätte man ja 10 unvollständige Stücke und gut, überall nur eins fehlt. So, und jetzt haben wir 3 Leben voll. 3 Stück, auch wenn da nur 2 Punkte stehen, wir haben trotzdem 3 Leben. Waui! Hui! Da hab ich jetzt. Hallo? Ach, die Tauben kommen ja erst ein ganzes Stück später. So war's. Kommt jetzt nicht erst. Ah, genau der kam jetzt noch, der nette Herr. Ich bin böse und ich habe keine Augen, ich kann nicht gucken. Deshalb bin ich so wütend. Ach, ich habe doch Augen, aber die sind ganz klein, ich sehe gar nichts. Ah!
Jetzt werden wir ein Auto nach dir. Ja, und das habe ich jetzt natürlich wieder vergessen, dass da die schöne 10-Minuten-Grenze ist. Aber dafür bin ich gerade sehr elegant ausgewichen, finde ich. Dafür kriegt er jetzt auch sein Auto wieder. Ich glaube, das hast du eben verloren. Na komm, trifft der überhaupt? Oh ja. Der trifft. Jetzt nimmt er mein kaputtes Auto da wieder, was ich ihm da hingeworfen habe. Ich glaube, er will das gar nicht haben. Man könnte ja mal testen. Der trifft wirklich nicht. Au, 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 der haut ja zweimal. Ist ja ganz böser Bube. Fies ist er. Ach, dann komm mal her, Schätzlein. Hast mir fast ein ganzes Leben abgezogen, du Arsch. Dafür ziehe ich dir beide Arme ab. Oh, und schön hat den Nick gebrochen, du. Oh, und der gibt Leben zurück. Das ist doch sehr schön. Jetzt kommt da so komische. Was ist das überhaupt? Woran erinnert mich das jetzt? Das ist irgendwie ein blauer Heliumball, der in der Atmosphäre festbackt. Naja, auch schön. Dann fliegen wir mal hier hoch. Tun so, als hätten wir die Truhe überhaupt nicht gesehen, aber nehmen sie trotzdem mit. Huhaha. Und dann. Oh, das ist ja schon direkt die nächste. Und da wandern sie, da wandern sie. Die untoten, toten Hosen. Geh kaputt! Weißt du was? Ich will mein Leben zurück. Und das, finde ich, haben sie echt geil gemacht. Das ist, na, wer weiß es, genau ein Schloss. Mit Auge. Die Schlüssel sind auch sehr schön, das haben sie besser gemacht als bei den meisten Spielen. Also ist es auf jeden Fall mal eine innovative Lösung für so ein Schloss, weil das sieht einfach nur genial aus und das Aufmachen ist auch sehr, ja, nett und freundlich. Boah, da hat der scheiß Arsch einen Tisch auf mich geschoben. Ich wollte, dachte schon, da käme so ein Tisch angerollt. Hab mich jetzt aber leicht erschrocken sogar. Ich bin Möbelpacker von Beruf. Ich mach es gerne. Ich mach es gerne. Ich hab 3 Sterne. Plöpp. Und tschüssi. Pau! Scheiße, ich war zu langsam. Jetzt aber. Aua! Hau mich noch nicht, du Arsch. Jetzt hau ich zurück. Und Kreissäge! Papam! Moment mal, sollte hier nicht nur eigentlich nur einer leben? Ich bin Möbelpacker von Beruf, ich mach es gerne. Ich mach es gerne. Ich hab 3 Sterne. Ich glaube, da ist die neue Wohnung, also ab dahin. Da habe ich noch was vergessen. Jetzt könnte irgendwie so ein Schuhschrank sein, so ein kleiner. Ja, Bücherregal hinterher. Und Wohnung neu eingerichtet. Perfekt. Was haben wir hier? Dieser schöne, ja, das war mal eine schöne Truhe und muss der olle Grieche durch schon wieder als zerdämmeln, nur weil er so eine dicke, fette Wichshand hat. Boah, das sind auch Wichsgriffe, du. Hat der dafür einen dicken Schwanz reinkriegt in die Hand? Heidewitzka. Ich hab nichts gesagt. Darf ich das überhaupt so sagen in dem Video hier? Oder muss ich das jetzt ab 18 machen? Ist ja auch egal, ich habe überhaupt nichts gesagt. Das war alles nur ein. Wer das hört, hat Halluzinationen, fertig aus. Oh, epische Flugkamera. Und da sind Tauben, die blau furzen und irgendwie so einen komischen Pinökel in der Hand haben. Und ich glaube, die wissen, dass ich da bin und wollen mich jetzt hauen. Uriel! Aber der hat auch geile geflügelte Pumps. Der wird Es hier ist gleich da, richtig neidisch drauf. unter dem Gestank dieses Ortes. Ja. Man spürt Mein es. gutes Hugo Boss riecht man überall Uralt. raus.
Weder von der weißen Stadt noch aus den schwarzen Tiefen. Dazwischen verloren. Ich möchte gern Parkour-Runner und jetzt auf den Vogel. Mein Vogel! Bird, bird, bird. Bird's the word and a bird, bird, bird. Bird's the word and a bird, bird. Bird's the word and a bird, bird, bird. Bird's the word. Jetzt sagen sie, er schlagt ihn, jetzt schießen sie alle nur auf mich. Das ist auch ein bisschen irreführend hier. Ja, ich weiß, wie das geht. Pau, 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 pau. Das ist sehr gut, dass das hier so überhaupt nicht Ego-Perspektive ist, weil so sieht man irgendwie überhaupt nicht, was vor einem ist. Das ist echt sehr gelungen. Aha, ich kann das Ding überhaupt nicht aufladen, wie es scheint gerade. Oder? Nö, einfach schießen. Ach, das kann ich aber. Das ist auch schön. Als ich das erste Mal rausgespielt habe, habe ich genau ganz am Ende rausgefunden, dass man das Ding auch lenken kann. Aber ich habe es geschafft beim ersten Versuch. Das war wohl... Da war wohl mein Geschick beim Zielen und Schießen doch etwas höher. Oder ich hatte einfach nur Glück. Das kann auch gut sein. Wow, Auto! Scheiße! Arsch, Kacke, Wurst! Mann, ey, wenn ich den noch sehen will, würde ich den jetzt hauen. Oh, Mann, ey. Oh, Drecksack, ey. Das hätte ich auch besser machen können jetzt, aber wirklich. Ah. Oh, Taube, 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 Taube. Natürlich könnte ich jetzt allem so Multigeschoss vom Himmel holen, aber ist mir auch zu doof. Was hat mich jetzt denn eigentlich schon wieder getroffen? Oh Mann, ey, muss man irgendwie ausweichen können, den scheiß Kugeln. Also. Kann man kaputt schießen. Hätte man sich auch denken können. Motto, Motto. Oh, den ganzen scheiß Tau mir, das gibt's doch nicht. Krieg ich die überhaupt kaputt? Ich glaube, die kriege ich gar nicht kaputt. Doch, die kriege ich. Ich kriege die ja kaputt. Hui. Oh, die können ja ganz genau zielen. Das war halt Al-Qaida-Selbstmordkommando und sie können nicht zielen. Schlimm mit denen. Oh, der hat aber einen schönen langen Schwanz, der jetzt rumpeitscht. Das Viech muss irgendwie kaum flattern. Das gleitet die ganze Zeit hier so. Oh, Motten. Mücken, Käfer, keine Ahnung was. Irgendwas. Keine Ahnung, was es ist, aber es bringt, glaube ich, Seelen. Hoffe ich zumindest mal. Die sind gerade durch die Wand geflogen. Ah, ne, da ist ein Tunnel. Tunnel! Tunnel! So, das ist jetzt hier die zweite Stufe der Fledermauser. Da werde ich gleich und vor allen Dingen in Diamats olle Festung sehr viel mit zu tun haben. Weil die können hier auch noch Feuer spucken, so alle Feuerbälle, so nervige kleine. Falls ihr euch fragen solltet, wie ich das mit dem Zielen mache, dass ich mehrere Ziele habe, einfach die gibt's eine Taste für, müsst ihr alle nachgucken, welches ist. Bei mir ist es die Shift-Taste. Ich kann nicht garantieren, dass es bei euch die gleiche ist.
Was kommt denn da aus der Erde? Aus der Lava. Geht kaputt. Geht alle kaputt. Ach, Hallöchen. Was bist du überhaupt? Ah, das ist so ein Oller Fliegerich. Jetzt ist ein Rapid Fire Finger zu sehr gut, wenn man ihn hat. Ich habe ihn eher weniger, aber es hat ja wohl gereicht. Ich glaube, die Reise sollte sich jetzt auch so langsam dem Ende zuneigen. Das ist jetzt wirklich sehr extremst enormst spannend. Also hier das ganze Grünzeug und Rotzeug. Au, was hier durch die Luft fliegt. Und boah, das gibt's jetzt zurück, aber doppelt und fünffach. Pau, 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 pau. So. Das waren mal Fledermauser. Alle kaputt hier und ab. Nein, ich versuche jetzt nicht, ob ich schwimmen kann, sonst muss ich das ganze Scheißzeug hier nochmal spielen. Da habe ich keinen Bock drauf. So, hier kommt's. Hier geht's jetzt mit der Lava los. Da geht's aus der Höhle raus. Ich denke mal, das sollte es jetzt gewesen sein mit der scheiß Rumgefliegerei hier. Ach, wer ist das denn? Die kenne ich doch. So, ich denke mal, ihr kennt sie noch nicht. Das war nämlich die liebe Frau Diamat. Die Fledermauskönigin, Mottenkönigin, wie auch immer. Und die hat's drauf. Die hat's ordentlich drauf, du. Aber so hat von. Nehme ich an. Schätze, sie war heute nicht auf Besuch. Das habe ich gerade gesagt. Schön, dass es nochmal wiederholt. Das wusste ich nämlich noch überhaupt nicht. So. Das wäre es jetzt auch für den ersten Teil. Ich mache hier jetzt ein Päuschen rein und mach gleich weiter. Ist so ein guter Kompromiss, ne? So, dann würde ich mal sagen, bis die Tage. Bis dahin. Tschüss, Tschüsschen.